Hey, so schön, dass du hier bist. Ich bin Steffi und das hier, das bin ich auch. Das ist mein Human Design. 2018 hat es mich entdeckt und seitdem tauche ich immer tiefer in dieses Experiment und möchte dich hier auf meinem Kanal mitnehmen auf meine Reise. Denn auch dein Leben steht in den Sternen geschrieben. Und wenn es dir hier auf meinem Kanal gefällt, dann vergiss nicht, ihn zu abonnieren. Also, dann auch hier auf Facebook. Schön, dass wir hier sein dürfen und schön an alle, die uns zuschauen, jetzt oder auch später. Wir waren am Dienstag, glaube ich schon, ne, in Instagram Live und haben unsere Kinderbücher vorgestellt. Und wir wollen es natürlich auch hier auf Facebook machen und auch hier auf Facebook ein bisschen von unserer Geschichte, unserer Entstehungsgeschichte und unserer Vision erzählen zu lesen. Human Design Kinderbüchern und für alle, die uns vielleicht noch nicht kennen und noch nicht wissen, was wir hier eigentlich machen und warum wir jetzt auch hier im Facebook rumdümpeln, würde ich sagen, stellen wir uns auch noch mal kurz vor und stellen noch mal kurz unser Projekt vor. Oder Steffi, magst du anfangen? Ganz genau. Also ich bin die Steffi Heggenberger und ja, ich bin Autorin durch und durch. Ich habe schon einige Bücher auf den Markt gebracht, habe einfach meine Freude am Schreiben entdeckt und irgendwann kam also der Gedanke, ein Kinderbuch zu schreiben. Und nachdem ich da schon ein paar veröffentlicht habe, kam der Gedanke doch, dieses Human Design Wissen in eine Kindergeschichte reinzupacken. Und genauso habe ich auch die Steffi gefunden, aber da gehen wir gleich nochmal drauf ein. Ansonsten kennt man mich vielleicht auch für Business-Texte und Co. Aber heute soll es eben um die Kinderbücher gehen. Genau. Ja, und ich bin Steffi Wilms. Also Steffi und Steffi sind zusammen losgegangen und haben ein paar Geschichten geschrieben. Ich bin Human Design Teacher durch und durch mittlerweile. Ich glaube, man assoziiert mich immer schnell mit Human Design mittlerweile, weil ich es einfach echt liebe. Ich bin in den letzten Jahren da so tief eingetaucht und mittlerweile würde ich sagen, ist das einfach ein Teil von mir. Und als die Steffi zu mir kam oder mich anschrieb vor anderthalb Jahren, ob wir Human Design Kinderbücher in die Welt bringen, war das so ein, yes. Also mein Sakral hat komplett hier geschrien. Ja, ich bin Generatorin, sakrale Generatorin für alle, die sich mit Human Design ein bisschen auskennen. Und mein Sakral war sofort dabei, weil ich ja sowieso glaube, dass wir bei den Kindern anfangen dürfen. Ich bin halt natürlich auch Erzieherin und Heilpädagogin im Ursprung, arbeite zwar nicht mehr in dem Bereich, aber habe halt irgendwie immer wieder die Kinder auch in meinem Feld und bin immer wieder auch mit Eltern im Austausch und finde es halt so wertvoll, wenn wir Human Design nutzen, dann können wir halt einfach nochmal eine andere Grundlage legen für unsere Kinder und sie einfach in ihrer Individualität belassen. Und die Kinderbücher waren so eine Möglichkeit, wirklich auf Kindesebene eben auch diese Frequenz, diese Energie in die Welt zu geben und so den Kindern zum einen Zugang zu geben zu ihrem Design und eben auch den Eltern nochmal einen kindlicheren Zugang dazu zu geben, was ja manchmal vielleicht einfacher ist als diese ganze Wissensbombe, die da auf einen zukommt, wenn man sich zuerst mal mit dem Design beschäftigt. Genau, und ja, Steffi, erzähl vielleicht auch nochmal, was bist du für ein Human Design Typ? Ich glaube, das ist auch immer nochmal ganz spannend für alle, die sich damit auseinandersetzen. Und vielleicht magst du erzählen, wie du darauf gekommen bist, Kinderbücher und auf mich und ja, wie ist das alles entstanden? Ja, also zum allerersten vom Human Design bin ich Projektor und ja, das war echt spannend. Also ich kam gerade aus so einem Kinderbuchprojekt raus und habe mir gedacht, ach, ich hätte gern ein neues Thema und dann war ja dein Kurs für die Familien, also der Kids-Kurs, gerade ziemlich präsent und ist dann so in meinem Feed erschienen. Und dann habe ich mir gleich gedacht, warum nicht mit Human Design eine Kindergeschichte machen? Habe ich selber noch nirgends gesehen. Und ja, da fällt mir bestimmt was ein. Das war so die Challenge an mich selber. Und ja, dann habe ich mir gedacht, ich frage dich einfach mal, was du davon hältst. Und dann war ja relativ schnell klar, oh yeah, das machen wir. Ja. Und ja, dann hatten wir ja eigentlich relativ schnell unsere Geschichte, ne? Ich glaube, das war die einfachste Sache an diesem ganzen Projekt, ne? Also man muss bedenken, es war letztes Jahr im April,
als Steffi mich angeschrieben hat. Wir haben jetzt November, das heißt, wir haben 1,5 Jahre gebraucht, damit diese Bücher wirklich auch nach draußen kommen. Und es lag nicht daran, dass wir die Geschichten nicht fertig gehabt hätten. Die hatten wir, glaube ich, nach 3 Monaten alle ready, oder? Ja, definitiv. Also das war der kleinste Teil. Ja. Und ja, also durch den Austausch mit dir konnte ich halt quasi das Wissen dann in die Geschichte umwandeln, was super war. Ja. Weil du es so schön in einfachen Worten erklärt hast und der Gedankengang dahinter hat mir halt einfach auch super gefallen, weil dieses innere Kind ja in uns Erwachsenen genauso mitschwingt. Das heißt, wenn wir die Geschichte vorlesen, dann erleben wir das mit unserem inneren Kind ja auch nochmal mit. Ja, voll. Ich glaube, dass auch diese Geschichte für jeden Erwachsenen nochmal schön ist, um nochmal so vielleicht so eine Erinnerung zur damaligen Kindheit zu legen. So, hey, wie ging es mir denn in meiner Kindheit? Und durfte ich so sein, wie es mir eigentlich entspricht? Also, das finde ich ganz spannend. Aber nochmal zu dem Thema, warum wir dann irgendwie doch noch ein Jahr gebraucht haben, obwohl die Geschichten schon 3-mal fertig waren. Es lag ein bisschen an mir. Ich bin so ein bisschen perfektionistisch unterwegs. Ich habe Kanal 1858 in meinem Design. Bei mir muss das erst wirklich gut aussehen und das muss passen und ich habe ganz viel Designanteile in meinem Human Design. Also für mich ist es wichtig, dass es eben auch optisch funktioniert. Deswegen ist auch immer, wenn ich irgendwie meine Kurse rausgebe oder so, da ist immer ganz viel mit Workbooks und es muss immer alles schön aussehen. Es liegt einfach in mir. Ich kann nichts dafür und wir hatten dann eben, wie gesagt, die Geschichten fertig. Aber ich war nicht ganz so happy mit diesem, wir basteln mal mit Canva irgendwie ein paar schöne Bildchen und bringen es das so raus. Also wir haben es versucht. Wir haben, glaube ich, ein paar Wochen beide irgendwie rumgebastelt, aber ich war immer nicht so richtig glücklich und habe dann immer wieder zu Steffi gesagt, nein, stopp. Das geht so nicht. Wenn wir Kinderbücher in die Welt bringen, dann möchte ich, dass diese Bilder schon für sich sprechen, dass die Kinder die Geschichte schon verstehen, ohne sie lesen zu müssen. Also ohne, dass diese Kinder überhaupt lesen können müssen, können sie verstehen, worum es geht. Und dafür braucht es einfach Bilder, die lebendig sind. Das war mein Anspruch. Dadurch hat sich das Ganze etwas verzögert, weil wir dann irgendwann, ich glaube, nach 3-4 Monaten gesagt haben, okay, dann machen wir jetzt erstmal hier einen kurzen Break, weil wir gerade nicht weiterkommen und machen mal eine Pause und lehnen uns mal zurück. Und das war so spannend. Das ist ja eben so typisch Projekte und auch generell. Also all unsere Typen entspricht es ja, außer beim Manifesto, da können wir mal genauer hinschauen. Aber eigentlich sind alle Typen ja so konzipiert, dass wir warten dürfen, dass das Universum uns die richtigen Schritte zur richtigen Zeit schickt. So, also haben wir uns zurückgelehnt, jetzt nicht vielleicht unbedingt aus dem Human Design Gedanken heraus, aber einfach, weil wir gemerkt haben, wir kommen hier gerade nicht weiter, haben uns zurückgelehnt und dann war es, wir sind dann, glaube ich, nochmal 2 Monate ins Land gegangen und auf einmal saß bei mir zu Hause in meinem Wohnzimmer eine Bekannte von mir zum Kaffee und wir haben uns unterhalten und ich habe ihr erzählt von den Büchern und dass das irgendwie nicht so richtig vorangeht und dass wir da aber auch einfach jetzt entschieden haben, dass wir jetzt erstmal einfach so laufen lassen und gucken, was passiert. Und dann schaut sie mich an und sagt, hey, meine Tochter ist Illustratorin, sie würde sich nichts Schöneres vorstellen können, als Kinderbücher zu illustrieren. Und ich so, what? So mega cool. Eine Reflektorin fand ich auch sehr spannend. Reflektoren sind ja die seltensten Typen, die wir haben, nur 1-2% auf der Welt. Und eine Reflektorin im Team zu haben, war für mich auch nochmal eine ganz schöne Erfahrung und hat mich total fasziniert auch. Also es kam dann eben genau das, wonach ich gefragt habe oder wonach wir gefragt haben, kam. Es hat halt einfach gedauert. Und das ist ja genauso diese Problematik, die wir oft im Human Design sehen. Wir haben halt keine Zeit, wir sind ja alle so ungeduldig. Aber wenn wir bereit sind zu warten, dann kommen die richtigen Dinge zu uns. Und zwar in dem Moment, wenn es passt und nicht, wenn wir glauben, dass es passen muss. So, und sie kam eben dann in unser Team. So sind wir dann zu dritt, die liebe Jessie, die diese wundervollen Zeichnungen gemacht hat, um diese Bücher tatsächlich jetzt auch so lebendig werden zu lassen. Sie ist ein bisschen live-scheu, deswegen ist sie nicht hier dabei im Live. Sie hat gesagt, das überlasse ich euch, das Marketing. Aber sie ist wirklich ein Teil von uns. Sie hat genau den gleichen Stand in diesem Team wie wir beide. Und ich bin so, so dankbar dafür, dass wir bereit waren, tatsächlich uns diesen Warten hinzugeben, dass Jessie kommen konnte. Und wir jetzt wirklich 5 wundervolle Kinderbücher haben mit wundervollen Illustrationen, wundervollen, liebevollen Geschichten und dass das alles jetzt so stimmig ist und so passt, dass es für die Kinder tatsächlich auch greifbar wird. Oder? Wie hast du das empfunden? Absolut. Und was ja auch so spannend war, war ja diese 3 Human Design Typen zusammenarbeiten zu lassen.
Ja. Die Steffi mit ihrem Sakral, das irgendwie immer verfügbar ist. Let's go. Und dann die Jessie und ich, die halt schon öfter mal so ihre Auszeiten gebraucht haben. Sagen wir es mal so. Genau. Also war eine spannende Dynamik auf jeden Fall, aber es hat wunderbar funktioniert und harmoniert. Mhm. Und das über diesen Zeitraum von 1,5 Jahren. Ja, ja. Und mit so viel Verständnis fand ich, also auch untereinander, wir als Team, eben weil wir das Wissen um Human Design haben. Also gerade, ich weiß, ich habe schon viele Projekte mit anderen Menschen zusammen gemacht. Und normal bin ich halt auch relativ schnell und bin halt auch schnell genervt, wenn es gegenüber nicht mitläuft, so ungefähr. Und aufgrund dieses Wissens darum, dass ich hier mit einem Projektor und einem Reflektor in einem Team bin, dass es einfach Zeit braucht und dass es einfach Pausen braucht und dass es einfach Phasen braucht, in denen wir uns aus dem Projekt auch wieder ein Stück weit rausziehen, damit ihr regenerieren könnt, war für mich total spannend, mich selbst auch dabei zu beobachten, wie ich das annehmen konnte. Aufgrund dieses Wissens, aufgrund dieser Erlaubnis dafür, dass ihr einfach anders seid und halt nicht so schnell seid vielleicht wie ich und nicht so viel Druck macht wie ich, habe halt auch eine definierte Wurzel, das ist immer so, hey, let's go. Das war schön tatsächlich so und so konnten wir über 1,5 Jahre auch einfach eine schöne Art und Weise entwickeln, wie wir miteinander umgehen, so wirklich verständnisvoll und keiner macht dem anderen einen Vorwurf, weil es vielleicht nicht schnell genug geht oder weil es nicht so aussieht, wie es aussehen sollte oder, sondern tatsächlich wirklich diesen Raum aufzuhaben von, okay, es ist jetzt gerade so, wie es ist, also dann lehnen wir uns einfach mal wieder kurz zurück und schauen, wann das Universum uns das Go gibt, dass es weitergehen kann. Dementsprechend hatten wir wirklich in diesen 1,5 Jahren immer mal wieder Wochen, wo wir nichts gemacht haben. Wir wussten, das ist da. Wir waren auch alle bereit zu bleiben. Ja, also wir wollten dieses Projekt in die Welt bringen. Wir wollten diese Vision nach draußen bringen. Aber wir waren eben auch bereit, darauf zu warten, dass der richtige Moment kommt. Und ich bin sehr dankbar. Jetzt ist er da. Natürlich, jetzt strahlt alles in mir. Jetzt macht mein Sakral hier Superpower. Und jetzt habe ich dann halt irgendwie in ein paar Wochen eine Website aufgebaut und habe das Marketing dahinter aufgebaut, Instagram aufgebaut und, und. Das entspricht mir dann wieder. Aber so das erste Jahr durfte ich mich halt ganz, ganz oft auch zurückhalten mit meiner Energie. Aber es war schön, tatsächlich zu sehen und gleichzeitig auch zu sehen, hey, du als Projektorin, die einfach auch weiß, wer welche Fähigkeiten jetzt zur Verfügung hat, dieses Koordinieren, auch wirklich, dass jeder für sich in diesem Raum auch wirklich in seine Stärke eintreten durfte. Also jeder hat die Aufgaben erfüllt, die ihm entsprechen. Und wenn jemand von uns was nicht entsprochen hat, dann war eben auch die Erlaubnis in dem Raum da zu sagen, nein. Nein, ich mag das nicht, ich möchte das nicht. Und es hat sich dann immer ein anderer von uns gefunden, der es dann auch macht. Also es war so schön. Ja. Da fällt mir gerade dieses eine Gespräch ein wegen der Druckerei mit den Seiten. Das hat uns ja sehr auf Trab gehalten. Aber da war es auch so, dass die Steffi einen Einwand hatte und alle standen so, hä, wie meint sie das jetzt? Oder ich habe es nicht verstanden, habe dann meinen Standpunkt und am Ende kam es dann raus, ja, tatsächlich, die Steffi hat einen Fehler gefunden, wie wir es anders machen müssen, damit der Druck hinhaut. Ja. Und das war echt interessant zu beobachten. Ja. Aber es war halt, wie gesagt, und das fand ich das Schöne, eben die ganze Zeit auf einem wertschätzenden Nährboden. Und ich glaube, dass wenn man das über 1,5 Jahre mit Menschen an einem Projekt sitzt, kann das halt auch schon mal anders laufen. So, also ich habe das auch schon alles erlebt. Und das war wirklich so völlig vorwurfsfrei und wertschätzend die ganze Zeit. Das fand ich echt schön tatsächlich. Absolut. Ja. Absolut. Und ich würde sagen, wir sprechen mal über unsere Bücher, oder? Genau. Die Brücke zu den Büchern ist ja, dass es da auch um ein Projekt geht für die Tiere. Wir haben uns ja dabei was gedacht. Ja, ja. In dem Fall ist es so, dass der Löwe, das Oberhaupt der Tiere, wünscht sich eine Party und die Tiere des Waldes bekommen ihre Aufgaben dazu. Und ich sag mal so, jedes Tier hat so seine Struggle-Momente, wo es an seine Grenzen stößt und feststellt, dass einiges leicht funktioniert und anderes eben nicht so leicht. Und dann auf der Suche nach einer Lösung dafür ist. Und dann kommt noch obendrauf, dass der Löwe sich in Gefahr begibt.
Also es passiert richtig was in den Büchern. Was ich tatsächlich so unglaublich schön finde, ist, es ist ja immer die gleiche Geschichte. Also es ist eine Geschichte und diese Geschichte wird in diesen 5 Büchern aus 5 verschiedenen Perspektiven erzählt, nämlich aus diesen 5 Human Design Typen sozusagen. So, dass jedes Kind für sich diese Geschichte auf seine Art und Weise erleben darf. Also aus seiner Wahrnehmung heraus, weil wir sind halt alle anders, wir sind halt alle einzigartig und wir nehmen die Welt um uns herum einfach anders wahr, weil wir eine andere Aura besitzen. Wir nehmen anders auf. Und in diesen Büchern ist es halt so schön, weil am Ende des Tages ist immer die gleiche Geschichte. Es ist eigentlich erleben alle das Gleiche, aber jeder halt auf seine Art und Weise. Und das ist das, was wir in den Büchern halt einfach auch versucht haben, so rüberzubringen, dass jedes Kind merkt so, hey, ja, also so fühle ich mich auch oft in meinem Leben. So fühle ich mich im Kindergarten oder in der Schule oder wo auch immer sie sind. Das finde ich tatsächlich so schön. Und wir haben eben jedem Human Design Typen ein Tier zur Verfügung gestellt. Wir haben erst überlegt, machen wir es mit menschlichen Charakteren, machen wir es mit tierischen Charakteren. Aber also es ist wirklich für Kinder, ich sag mal von Kindergarten, Grundschule, würde ich jetzt mal so empfehlen vom Alter her. Und da fanden wir einfach die Assoziation zu den Tieren schön, weil es dann erstmal auch keine Geschlechtsverteilung gibt, ja, sondern wirklich auch da neutral bleibt. Und weil aber Tiere ja auch schon oft so eine, man sieht ein Tier und man hat ja auch schon so eine Assoziation zu gewissen Charaktereigenschaften dorthin, zu gewissen Persönlichkeitseigenschaften. Dementsprechend war das ganz schön, als wir so im Prozess waren für die Geschichten, dass wir ich der Steffi im Prinzip erzählt habe, was macht diesen Human Design Typen aus? Und dann haben wir gemeinsam gesessen und gesagt, okay, aber welches Tier würden wir denn damit sofort assoziieren? Und so sind wir eigentlich auf diese 5 Tiere gekommen, ne? Genau. Dann sollten wir die vielleicht auch mal vorstellen, die ja. Tiere. Also wir haben ja gerade schon von dem Löwen gesprochen, der die Party sich wünscht. Und der Löwe ist ja auch so der König der Tiere, das Oberhaupt der Tiere. Und dann ist es wahrscheinlich für euch jetzt auch nicht schwer zu erraten, welcher Human Design Typ das ist. Und es ist ganz klar der Manifestor. Der Manifestor. Der einfach, genau, das sind ja eben, Manifestoren sind ja so die Könige unter uns, die Königinnen unter uns, die einfach, sag mal, das Zepter in der Hand halten und auch einfach die Anführer ein Stück weit sein dürfen und sollen. Und der Löwe hat es natürlich uns sehr einfach gemacht. Der Löwe ist ja einfach auch der König der Tiere und dementsprechend auch derjenige, der da den Ton angibt sozusagen in der Geschichte. Ganz genau. Und dann haben wir noch den Bären gewählt. Und Bären sind ja so beständige, starke Tiere. Und da haben wir einfach das Human Design, den Human Design Typen, den Generator gewählt, weil die Generatoren ja auch was Beständiges an sich haben. Genau. Und ja, auch diese Stärke eben durch die sakrale Energie ausstrahlen. Genau, aber wichtig ist natürlich, dass ein Generator ja dem folgt, was ihm wirklich Freude macht. Und das wollen wir, jetzt erzählen wir halt in der Geschichte auch so ein bisschen, was passiert, wenn ein Generator eine Aufgabe erledigt, die ihm nicht entspricht, wie sie frustriert werden sozusagen und dann eben ganz, ganz wichtig ist für sie zu gucken, okay, wie kann ich das verändern, wie kann ich die Situation, die Aufgabe verändern, damit sie mir wieder Spaß macht, damit ich wieder diese Freude im Prozess wahrnehmen kann. Also auch da auf Kinderebene zu zeigen, so hey, es ist in Ordnung, wenn du Situationen, Aufgaben veränderst, wenn sie dir keinen Spaß mehr machen. Ja, wir lernen ja oft so in unserer Gesellschaft so, nicht alles muss Spaß machen, ja, wir sind hier nicht auf dem Ponyhof und so, das Leben ist kein Ponyhof, solche Geschichten, aber genau das der Punkt für einen Generator ist, das Leben ein einziger Ponyhof, so sollte es zumindest sein, und genau, das darf der Bär sich eben auch einladen, da eben zu schauen, hey, worauf habe ich jetzt Lust, was macht mir wirklich Spaß und wie kann ich das dann machen, damit es auch eben in diesem freudigen Prozess bleibt. Perfekt, und dann gab es da noch den Oktopus. Der Oktopus hat ja 8 Arme. The Multitasking. Richtig. Und weil der ja 8 Arme zur Verfügung hat, kann der ja auch ganz viele Projekte gleichzeitig aufreißen, anfangen, machen.
Und das entspricht dem manifestierenden Generator. Genau, das ist also einfach der Typ, der Multitasking kann, der eben auch viele Projekte gleichzeitig. Gerade so als Kind eben auch hier zu wissen, dass solche Kinder eben auch oft viele Dinge anfangen und nicht immer gleich zu Ende machen. Es braucht manchmal ein bisschen Zeit. Die lassen es dann liegen und kommen vielleicht 3 Tage später zurück, um es dann zu beenden. Und sie brauchen eben diese Möglichkeit, diese Vielfältigkeit an Angeboten, ja, und um sich so ein bisschen auch auszuleben. Und gleichzeitig aber auch zu gucken, so hey, wie verliere ich mich nicht in dieser Vielfalt? So, das war so ein bisschen die Aufgabe der Geschichte des Oktopus, zu schauen, so hey, wie kann ich denn meine Energie einsetzen, aber mich halt auch nicht darin verlieren. Und dann haben wir noch den Vogel. Und der Vogel hat ja so die Vogelperspektive auf die ganze Geschichte. Der genau. kann ziemlich viel mitbekommen, hat den Überblick, kann durch diesen Überblick sehr, sehr gut einschätzen, wo Hilfe gebraucht wird, wo Stärken liegen, genau. und wo Schwächen liegen. Ja. Und er hat halt auch manchmal einfach einen vorlauten Schnabel. Und genau, ich bin den Papagei tatsächlich gewählt, weil er auch gern einfach dazwischen quatscht. Also so ein bisschen dieses Nutself des Projektes ist ja dieses, ich klugscheiße hier mal ein bisschen rum und ist gar nicht böse gemeint. Mhm. So. Aber sie sehen halt einfach so viele Dinge schon, bevor die anderen es sehen können, und neigen dann eben dazu, den anderen schon reinzureden und ihnen zu sagen, wie sie es richtig machen. Und das ist halt die Problematik, dass die anderen Tiere das nicht hören können in dem Moment, wenn der Projektor eben nicht wartet, der Vogel nicht wartet, dass die anderen ihn dazu einladen, dass er mit ihnen genau dieses Wissen teilt. Und auch das wird in dieser Geschichte halt so deutlich, dass der Vogel am Anfang so ein bisschen Schwierigkeiten hat, da so seine Sichtweise mitzugeben, weil keiner danach gefragt hat in dem Moment. Und dann aber, wenn Hilfe benötigt wird, der Projektor in dem Moment auch einfach genutzt wird und dann danach gefragt wird und auf einmal auch wirklich alle zusammenarbeiten können und ihre Fähigkeiten und Stärken wirklich auch einsetzen können, mithilfe des Projektors oder des Vogels. Und genau auch deswegen dann diese Frustration, nicht gesehen zu werden, gar nicht aufkommt. Genau, genau. Und dann haben wir zu guter Letzt noch den Reflektor, und da haben wir das Chamäleon gewählt als Tier. Genau. Weil es sich sehr so wunderschön an den Untergrund anpasst, auf dem es gerade sitzt. Ja. Und das ja energetisch passiert, wenn die Reflektoren ja sich die Grenzen nicht selber so richtig setzen. Richtig. Ja, also Reflektoren sind ja einfach so, ich sage mal, unsere Spiegel, ja, wenn wir bei den Kindern gucken, dann sind Reflektorkinder einfach der Spiegel der Familie. Also wenn ihr ein Reflektorkind in der Familie habt und euch dieses Kind anschaut, dann wisst ihr eigentlich mal ganz genau, wie ist es gerade gefühlsmäßig, was ist gerade gefühlsmäßig in der Familie los? Das wird euch ein Reflektorkind immer präsentieren. Das heißt ja nicht, dass das Kind selber irgendwie nicht gut drauf ist, sondern wenn Stress unterschwellig in der Familie gibt, wird das Reflektorkind spüren und wird es nach außen spiegeln. Das heißt, gerade wenn wir Reflektorkinder haben, ist es eigentlich immer wichtig, immer im ganzen Konstrukt zu schauen, der Familie, und nicht zu schauen, was hat das Kind denn jetzt? Das Kind hat oft eigentlich nur diese Mechanik, dass es halt wahrnimmt, was insgesamt gerade los ist in der Familie. Reflektorkinder kann man nichts vorenthalten, sage ich immer. Die kriegen alles mit auf dieser energetischen Ebene und passen sich dann halt auch immer dem, wo sie gerade sind, an. Also das ist eben diese Chamäleon-Weise von, ich passe mich der Umgebung, wo ich gerade bin, einfach an. Ich spiegel sie eben auch. Und dafür aber auch so wichtig zu wissen, okay, also ein Reflektorkind braucht deswegen auch viel, viel Raum für sich selbst. Es ist nicht unbedingt das absolut sozialste Wesen, sage ich mal. Ja, also ich meine, die können auch mit anderen Menschen, um Gottes Willen, aber sie sind nicht dazu geeignet, um immer mit anderen zusammen zu sein, weil sie dann sich selbst ja nie wirklich entdecken können, weil sie eben immer angepasst sind an das Gegenüber. Und das eben auch so in der Geschichte so ein bisschen zu zeigen, dass das Chamäleon sich bei dieser ganzen Partyvorbereitung eben auch ein bisschen rausziehen darf und nicht immer mittendrin sein muss und nicht mit allen Tieren da irgendwie zusammen ackern muss, sondern tatsächlich so ein bisschen seine Aufgabe übernimmt, indem es sich zurückzieht und Hilfe anbietet, wenn Hilfe gebraucht wird. Ja, das finde ich so. Also es ist so, so schön tatsächlich. Ich gucke selber immer wieder gerne in diese Geschichten und diese Bilder. Und ich finde halt auch, wie gesagt, gerade die Illustrationen machen es nochmal so lebendig,
weil im Prinzip das Kind es erfahren kann, ohne dass man es als Mutter oder als Vater vorliest. Aber es gibt natürlich eben auch noch diese schöne Geschichte, diese liebevolle Geschichte dazu. Und was wir auch gemacht haben in den Büchern, es ist auf jeden Fall ein Kinderbuch, es ist für eure Kinder, Nummer eins. Aber weil wir halt auch wissen oder weil ich jetzt auch so oft immer wieder die Erfahrung mache, zu wissen, wie mein Kind tickt, ist das eine. Zu wissen, wie ich als Mutter, als Vater, als Großeltern, als Pädagoge oder wer auch immer ich bin, der mit dem Kind im Austausch ist, wie ich bin, ist halt auch immer noch mal wichtig zu wissen. Deswegen haben wir auch einen kleinen Part in jedem Buch, wo noch mal steht so, hey, dein Kind ist Generator, aber du bist zum Beispiel Projektor-Mama. Wie verhält sich das denn zueinander? Weil ein Generatorkind ist das Generatorkind, aber ich als Mutter, je nachdem welcher Typ ich bin, gehe auch noch mal anders in Austausch mit diesem Kind. Eine Projektormutter agiert anders als eine Manifestormama, eine Generatormama. Ja, also das ist halt auch nochmal, dass wir da so einen kleinen Part hinten auch noch mit reingenommen haben. So wie kann ich denn als Elternteil auch Rücksicht auf mich nehmen und wie kann ich dann eben auch mein Kind besser verstehen, wenn ich ja einfach auch ein ganz anderer Typus bin. So, also Generator und Generator gesellt sich leicht, aber wenn es dann halt zwei verschiedene Typen aufeinander treffen, dann kann das halt auch mal anstrengend werden. Also ich habe das so als Muttererfahrung, kann ich sagen, ich bin Generatormutter, ich habe ein Projektorsohn. Das war für mich, war das so aufschlussreich zu erkennen, was das bedeutet, dass mein Sohn einfach so völlig anders tickt als ich und so völlig anders ausstrahlt in der Welt, ganz andere Bedürfnisse hat als ich, hat uns in unserer Beziehung nochmal so viel Raum geschenkt. Und ich glaube, bei dir ja ähnlich, ne? Du bist Projektormama und hast was für Kinder? Ich habe einen Bären und zwei Oktopusse daheim. Oh, also da ist eine Menge Energy im Haus, würde ich sagen. Und das als Projektorenmama, ne? Also. Absolut. Also die haben immer Power und Energie und wollen sich ganz, ganz viel an der Luft bewegen und machen. Und ja, die Projektormama, die dann gearbeitet hat, war halt am Nachmittag dann echt manchmal ganz schön durch und hat sich dann so ein schlechtes Gewissen gemacht, warum sie jetzt da nicht die Mama sein kann, die mit im Trampolin rumspringt. Ja, ja. Und da hat das sehr viel Aufschluss auf jeden Fall gebracht. Ja, ja. Also ich finde, da liegt ja auch so viel Erlaubnis drin, dann eben genau diesen Punkt nicht zu machen von, ich bin jetzt eine schlechte Mutter und ich rede mir jetzt ein, dass ich eine schlechte Mutter bin oder lass mir das von der Gesellschaft eben auch einreden und versuche irgendwie mitzuhalten mit meinen Kindern. Das ist ja dann mal so diese Thematik, der Projektor saugt dann halt diese sakrale Energie auf und versucht irgendwie mitzuhalten, bis er irgendwann völlig erschöpft nur noch umfällt. Und stattdessen sich zu erlauben, so hey, auch wenn meine Kinder diese Energie haben, ich muss sie nicht mittragen, ich muss nicht mithalten und ich kann meinen Kindern beibringen, eben ihre Energie auch für sich auszuleben und ich muss nicht immer mittendrin stehen. Also da liegt ja auch wieder so viel Erlaubnis innerhalb des Familienlebens drin und das finde ich so schön, dass wir das halt durch die Kinderbücher auf einer ganz, ganz einfachen Ebene in die Familien und auch in die Einrichtung, das ist ja so ein bisschen die Vision, die ich habe, mit der ich eigentlich immer losgegangen bin und die dann die Steffi und die Jessie mit mir dann als auch teilen, es wirklich auch in die pädagogischen Einrichtungen zu tragen, also in die Kindergärten und vielleicht auch in die Grundschulen, um einfach nochmal Klarheit zu kriegen, so hey, wenn ich 20 Kinder in der Gruppe habe, das sind 20 unterschiedliche Energien. Und dass es vielleicht nicht immer Sinn macht, dass man dann so einen Tagesablauf, der für jedes Kind gleich ist, abhält und dass man vielleicht auch Verständnis aufbaut, wenn vielleicht ein Kind auffälliger ist in der Gruppe. Also ich habe lange mit auffälligen Kindern gearbeitet in der Frühförderung als Heilpädagogin. Und ich kannte damals Human Design noch nicht, aber ich war damals schon, dass ich gesagt habe, das kann nicht richtig sein. Also dieses, dass das Kind falsch ist. Ich glaube, dass das System dahinter falsch ist. War so immer die Frage, die ich hatte. Und dann kam Human Design eben zu mir. Und dann war es für mich auch so klar. Ja, also es ist das System, was wir aufgebaut haben, was nicht für jeden funktioniert. Nicht das Kind funktioniert nicht richtig. Und da wünsche ich mir so sehr, dass das eben wirklich in diese Einrichtung kommt, damit da Offenheit geschieht, damit wir da einfach nochmal mehr Raum aufmachen können, dass eben auch in so Einrichtungen diese Strukturen wieder aufgebrochen werden, damit die Kinder sich auch wirklich leben dürfen und nicht von klein auf schon in irgendwelche Schubladen gedrängt werden oder irgendwelche Richtungen gedrängt werden, die ihnen einfach überhaupt nicht entsprechen. Und das finde ich sehr faszinierend, weil du ja eigentlich ein Design hast, was am besten so durchs System gerutscht ist. Ja. Definitiv, aber ich glaube, das liegt tatsächlich daran, dass ich eben in dieser Phase der Heilpädagogik sehr viel mit wirklich solchen Kindern gearbeitet habe. Und also ich meine, ich, wie gesagt, kannte damals Human Design nicht und ich kannte deren Daten nicht, aber ich würde heute aus meiner Kenntnis würde ich darauf wetten, dass ich den ein oder anderen Projektor oder auch Reflektor dabei hatte.
Also es sind halt dann oft diese Diagnosen wie ADHS, ADS, Autismus, ja, also es sind alles so Sachen, ich will nicht sagen, dass es das nicht gibt, aber ich glaube, in der Masse, in der wir mittlerweile diese Diagnosen in die Welt schmeißen über unsere Kinder, ist es tatsächlich nicht wirklich auf dieser Welt, sondern einfach, wir verstehen diese individuelle Energie unserer Kinder einfach nicht. Und das, finde ich, bricht halt oder bringt uns Human Design einfach ein Stück weit zurück, wieder dein Verständnis für zu kriegen, auch als Eltern. Okay, wie ist mein Kind denn auf diese Welt gekommen? Und über diese Kinderbücher das eben echt auf einer Ebene, wo es auch für die Kinder zugänglich ist. So, und ich meine, eigentlich kommen sie ja und sind ja, wie sie sind. Ja, es geht ja eher darum, dass wir als Eltern sie so lassen können. Nicht, dass die Kinder es wieder lernen müssten. Eigentlich ist es wirklich, je mehr wir ihnen den Raum lassen, so zu sein, wie sie sind, umso weniger verbiegen sie sich ja am Ende. Und dann passt es ja auch. Ja, aber ja, ich konnte mich relativ easy, glaube ich, durch das System bewegen. Heißt aber nicht, dass ich es immer gut fand. Also dementsprechend, ich, auch für die Generatoren oder die MGs ist es nicht immer easy, weil ich meine, ich sag mal, so ein MG zum Beispiel wird auch schnell in diese Richtung ADHS reingeschoben oder ein Kind mit offener Wurzel, weil es halt einfach sehr quirlig ist, sehr lebendig ist und das natürlich auch immer nicht so unbedingt passt, ne? So, da tun wir uns Generatoren, glaube ich, und die Bärenenergie der Beständigkeit oft leichter. Ja, definitiv. Ja, und der Vorverkauf ist jetzt gestartet. Wir haben am Dienstag auf Instagram gestartet und haben jetzt gesagt, wir machen hier auch noch mal einen kleinen Input eben im Live und ich muss es echt, ich bin so geflasht. Ich bin wirklich demütig und dankbar. Wir haben nicht damit gerechnet, wir haben aber vorher auch gar nicht darüber gesprochen, was wir eigentlich erwarten. Also wir hatten, glaube ich, null Erwartungen so wirklich an dieses Projekt. Wir wussten einfach, es muss in die Welt. Wir haben wirklich seit Dienstagabend jetzt schon fast 90 Bestellungen. Und es ist so schön, also weil ich mich so tatsächlich auch einfach echt so freue, dass so viele Menschen aufmachen. Und was mich am meisten freut, sind tatsächlich, ich habe so ein paar Bestellungen dazwischen, die wirklich von Pädagogen gemacht wurden für ihre Einrichtung, die wirklich alle 5 Bücher bestellt haben und die in diese Einrichtung stellen. Und das, da geht mein Herz so, da kribbelt mir alles am Körper. Das ist genau das, was wir erreichen wollen. Und ich wünsche mir natürlich, dass noch mehr in diese Welt hinausgehen, dass noch mehr sich dafür öffnen und Raum aufmachen. Und wie gesagt, wir haben eine Website dahinter gebastelt, wo ihr in diesen Vorverkauf auch schon reinkommen könnt, also euch jetzt auch ein Buch sichern könnt. Steffi sagt gleich nochmal was ein bisschen zu den Rahmenbedingungen, aber kurz würde ich nochmal was zur Website sagen. Ihr kriegt da halt auch schon Informationen über Human Design, falls ihr noch völlig neu in der Thematik seid. Da entsteht jetzt auch dahinter noch ein Blog, wo nochmal mehr Informationen auch rausgehen für Pädagogen und für Eltern, in Bezug auf ihre Kinder mit Human Design. Also da passiert nochmal ganz viel. Also diese Bücher sind ein Teil der ganzen Vision, aber definitiv ein sehr großer Teil. Und wir sind auch schon in der Sprache um Nachfolgebücher, weil wir haben schon die ein oder andere Anfrage, so was ist denn, wie kann man denn die Zentren noch mit rein und die Profile? Und wir haben uns jetzt tatsächlich in den Büchern wirklich auf diese 5 Energietypen erstmal begrenzt und ich möchte das in Anführungsstriche setzen, weil das ist eigentlich unser Fundament. Wenn wir diese 5 Aura-Typen kennen und die Kinder in dieser Aura groß werden lassen, dann brauchen wir oft dieses ganze andere Wissen nicht mehr. Aber ja, natürlich, es ist spannend und es ist interessant und wir wollen ja auch da wirklich auch mehr noch aufmachen. Und deswegen, vielleicht passiert da, oder bin mir sicher, da passiert noch ein bisschen mehr, da kommen vielleicht noch die ein oder anderen Kurzgeschichten dazu. Aber das ist jetzt erstmal so der Start. So, und Steffi, wie läuft es mit dem Vorverkauf? Was haben die Leute für Möglichkeiten? Genau, der Vorverkauf läuft jetzt bis 2.12. Einfach genau aus dem Grund, dass wir es noch gewährleisten können, dass unter dem Weihnachtsbaum das Büchlein liegt und ja so ein bisschen Versandzeit auch dabei ist, bis die Päckchen rausgehen. Wir haben ja auch viele Zuschauer aus der Schweiz und aus Österreich und deshalb geht der Vorverkauf jetzt bis 2.12. Die Website packt die Steffi dann noch in die Kommentare rein. Und dann gibt es 2 verschiedene Möglichkeiten zu buchen. Einmal für Deutschland und Österreich gibt es einen Link. Das ist der obere. Und der untere Link ist für die Schweizer. In dem Vorverkauf, also während der Aktion vom Vorverkauf, ist für Deutschland und Österreich der Versand komplett kostenfrei. Haben wir uns jetzt einfach so für den Vorverkauf überlegt.
Und die Schweizer haben einen vergünstigten Versand. Genau. Ja. Und genau aus dem Grund gibt es auch zwei verschiedene Links. Genau, deswegen gibt es zwei Shops, einmal für die Deutschen, Österreicher und einmal für die Schweizer. Und wie gesagt, die Bücher kommen dann so Mitte Dezember bis eben spätestens Weihnachten. Also auch wenn ihr jetzt bestellt, nicht erwarten, dass übermorgen das Buch bei euch da ist. Wir machen gerade eine Sammelbestellung sozusagen im Vorverkauf und werden dann am 2.12. die Bestellung in die Druckerei geben. Und dann gehen sie, sobald sie aus der Druckerei druckfrisch bei uns angekommen sind, eben in die Post zu euch nach Hause. Das heißt, auch wenn ihr jetzt bestellt, beachtet bitte, dass es dann ein bisschen dauert, bis die Bücher bei euch ankommen. Nicht erschrecken, wir sind nicht Amazon. Wir machen alles selber und das finde ich halt auch nochmal ganz wichtig. Also wir machen wirklich alles selber von A bis Z zu diesen Büchern. Wir haben keinen Verlag dahinter stehen, sondern wir kümmern uns um alles selbst. Ja, deswegen braucht es manchmal ein bisschen Zeit, die wir uns hier liebevoll holen. Und ja, es ist ganz spannend. Also, aber dadurch, dass wir jetzt, glaube ich, jetzt auch wissen, wie es geht, alles selbst zu machen, wird es vielleicht in der nächsten Runde nicht ganz so lange dauern. Das stimmt. Vielleicht brauchen die anderen wieder nicht ganz so viel Zeit wie diese. Genau. Ach ja, und noch ganz wichtig, wenn ihr nach dem 2.12. bestellt, die Bestellung geht dann auch bei uns ein. Also es ist jetzt nicht irgendwie gesperrt danach, Nein. Aber wir fangen erst wieder in der zweiten Januarwoche an, dann quasi das Ganze zu verpacken und rauszuschicken. Das heißt, ihr habt dann einfach eine längere Wartezeit und der Versand ist dann nicht mehr kostenfrei. Genau. Sehr gut. Ich glaube, dann haben wir alles gesagt drumherum. Genau. Dann würde ich sagen, ich gebe, wie gesagt, den Link gleich noch hier in die Kommentare, wenn irgendwelche Fragen aufkommen, wenn ihr noch irgendwas wissen möchtet. Also auf der Website ist ganz viel erklärt und ganz viel beschrieben. Ihr findet da, glaube ich, schon ganz, ganz viele Antworten. Wenn dann noch irgendeine Frage offen ist, die nicht klar ist, dann könnt ihr uns natürlich jederzeit eine E-Mail schreiben. Auch da gibt es ein Kontaktformular auf der Website. Wir beantworten euch immer gern auch noch eure Fragen. Und ja, dann würde ich sagen, freuen wir uns auf alles, was noch kommt und wünschen euch allen ein wunderschönes Wochenende. Willst du tiefer tauchen in Human Design, dann abonniere meinen YouTube-Kanal. Und wenn du mehr erfahren möchtest über unsere Human Design Kinderbücher, dann komm auf unseren Instagram-Account oder stöber durch unsere neue Website. Ich verlinke dir beides unter diesem Video.